Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu der Long Dark und unserem 220. Tag am Leben. Ich habe hier ein bisschen aufgeräumt. Es fängt auch gerade eben erst an, hell zu werden. Und wir schauen uns mal an, was hier so abgeht. Ihr seht, ich habe jetzt hier diesen Stauraum, ja, den wir mehr oder weniger haben, einfach mal hier so zum Auftrapieren genommen. Da haben wir jetzt geordnet Sägen, Fackeln, Messer, naja, einen Dosenöffner. Unsere Lampen kommen da oben hin. Unsere eine Prybar hier. Hier habe ich, das ist eine Schnur, die habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Diverse Dinge hingetan. Hier ist alles andere, Werkzeug, Rohmaterialien oder auch unsere Munition, wie ihr sehen könnt. Die Schnur will ich noch reintun, auch wenn es schon sehr, sehr voll ist. Sekunde bitte. Hier trocknen Sachen, hier haben wir Kohle, hier haben wir überall Sachen. Hier sind unsere Feuerstähle und hier ist mehr Fressalien und Medikamente drin. Und zum Glück erst etwas mehr als, ja, halb voll. Wir brauchen jetzt als allererstes ein Frühstück und ich persönlich möchte natürlich Dinge nehmen, die potenziell eher anfällig sind. Also fangen wir mal mit dem Dingens hier an. So ein Energieriegel am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Der eine oder andere würde sagen, oh mein Gott, warum isst du das jetzt schon? Ja, das liegt einzig und allein daran, dass ich nicht weiß, wie viel Kraft mich das kostet, da draußen jetzt rumzurennen. Insbesondere, wenn es jetzt hier so windet. Es ist auch schon noch sehr früh am Morgen. Wir haben, glaube ich, ja minus 4 Grad jetzt. Da unten ist ein Wolf aktiv. Aber wir gehen trotzdem jetzt auf Achse und holen die nächste Fuhre. Ich bezweifle, dass es die letzte sein wird. Nein, wenn der Wolf wüsste, dass rechts von ihm gleich mal zwei Rehe sind. Ja, inzwischen haben wir Rehe tatsächlich auf dem Eis. Das war ja nicht so, als wir das erste Mal hier waren. Ich habe gelesen, dass einige andere, wahrscheinlich auch ein paar von euch, die zum ersten Mal hierher gekommen sind, hier gleich jede Menge Wildlife erlebt haben. Wie gesagt, das ist etwas, was ich jetzt nicht erlebt habe. Aber das kann natürlich auch immer anders sein bei jedem Einzelnen. Je nachdem, wie, was, wo, warum oder auch nicht spawnt. Jetzt muss ich mich kurz mal räuspern, Entschuldigung. So, damit ihr euch nicht wundert, weshalb ich ganz, ganz kurz mal wieder schweige und ihr irgendwie das Geräusch hört. Das hört man ja bei meinem Mikro leider. Dass ich das Mikro kurz mal ausmache. Aber wir schlappen dann mal in diese Richtung. Ich bin echt gespannt, ob wir alles eingelagert bekommen. Ich weiß auch, dass wir in der Höhle, die da oben auf der Ebene ist, also wenn wir die Höhle komplett durchwandern, da haben wir ja auch noch Sachen. Cracker und so ein Zeug. Und ich weiß, dass wir eine Sache noch gar nicht aufgemacht haben. Also, wir sind hier noch lang nicht fertig auf diesem vermaledeiten Planeten. Den Gedanken können wir uns sofort abschminken, dass wir hier bald fertig werden. Jetzt muss ich bloß gucken, wo wir letzten Endes hin müssen. Ich laufe jetzt hier gerade eben relativ blindlings in diese Richtung. Nicht wissend, wo jetzt genau der Aufstieg ist. Das letzte Mal war es ja auch eher so ein sich durchwurschteln. Na? Also ich glaube, hier waren wir auf jeden Fall noch nicht. Kann auch gut sein, dass wir da hoch müssen. Kommt mir zumindest irgendwie so vor. Wäre natürlich der kürzeste Weg, der uns aber verwehrt bleibt. Verdammt! Gut, dann müssen wir in diese Richtung weiter. Wie warm haben wir es denn eigentlich? Ja, warm kann nicht die Rede sein. Minus 2 Grad, aber es wird wärmer. Die Sonne kommt ja auch gerade eben erst über die Berge gekrochen. Hat gerade eben auch erst den Morgenkaffee in der Hand und sagt sich, ach, du bist ja schon wach, Steffen. Bist du bekloppt? Ja, Steffen hat Dinge zu tun. Steffen hat Dinge zu tun. Genau, wir müssen uns da lang runter und dann da irgendwie links wieder hoch. Irgendwo müsste auch ein toter Wolf rumliegen. Der hat es nämlich hoffentlich nicht so gut überstanden wie wir. Die Aktion von der letzten Folge, die ich bis jetzt immer noch nicht nachvollziehen kann, wie ein Wolf. Muss ich noch mal ein bisschen drauf rumreiten, in der Hoffnung, dass das die von Hinterlandstudio irgendwann mal mitbekommen. Und ja, also ich persönlich bin ein Fan von dem repetitiven Wiederholungslernfaktor, sage ich jetzt mal. Dass die einfach irgendwann mal es nicht nur hören, sondern auch so ein Einsehen haben, so nach dem Motto, so, ja, also
irgendwie hat er ja schon recht. Ich weiß, da kommt vielleicht wieder so das Argument, man muss sozusagen den Spagat machen zwischen Realismus und Spiel, also was machbar ist und so. Naja, aber wie gesagt, es ist halt trotzdem nicht logisch. Da drüben müssen wir irgendwann auch mal hin. Es bleibt meiner Meinung nach halt trotzdem nicht logisch, dass ein Wolf einen anfällt, obwohl er eigentlich was zu fressen hat. Und schon gar nicht, wenn man so weit weg ist. Also gut, wenn ich mich ihm nähere, das habe ich aber schon mal gesagt, ne? Wenn ich mich ihm nähere, stimme ich voll und ganz zu, dass er Angst hat, dass ich ihm sein Fresschen wegnehme. Aber Wölfe in der freien Natur, insbesondere jetzt hier zum Beispiel im Timberwolf Mountain, wo man eigentlich davon ausgehen kann, dass die den Menschen nicht gewöhnt sind und deswegen auch nicht wüssten, warum sie fürchten sollten, dass die dann meinen, quasi sie müssten mich jetzt am besten ausschalten, weil, keine Ahnung, sonst der Atomschlag kommt oder sowas in der Art und Weise. Also so präventives Angreifen, so präventive Verteidigung, so um mal George Bush Jr. zu zitieren. Man sollte ihn nicht allzu oft zitieren, denn das führt normalerweise nirgendwo hin, wo es irgendwie positiv wäre, aber in dem Fall kann man das durchaus mal tun, weil es genauso schwachsinnig ist wie seine präventive Verteidigung. Ist ein Argument sozusagen. Also wie gesagt, das macht keinen Sinn, dass ein Wolf das tut. Es sei denn, jeder einzelne Wolf hat den Busch als Vorbild, und das bezweifle ich irgendwie. Ich bezweifle irgendwie, dass sie ihn kennen, geschweige denn seine präventive Verteidigungsstrategie. So, wo war es denn jetzt nochmal? Ich glaube, wir sind ein bisschen zu weit links des Aufstieges. Es müsste ja jetzt demnächst einfach irgendwie mal dieser komische, ja, ich nenne es jetzt mal Flusslauf kommen. Oder was auch immer das ist. Also vielleicht ist es auch gar kein Flusslauf. Hallo? Also wir holen als allererstes die Sachen aus den Kisten. Und erst danach neige ich dazu, in die Höhle nochmal zu gehen, um den Rest dort abzugreifen. Einzig und allein aus dem Grund, weil das Risiko es einfach nicht wert ist. So, da sind wir jetzt. Sehr gut. Heute hoffentlich mal ohne Bär. Ich würde echt gern wissen, wo der seine Höhle hat. Aber wir haben ja das Gebiet ja auch bei weitem noch nicht abgegrast. Na, hier gibt es auch noch Lackporlinge. Dinge, die man sich merken sollte. So kurz oder lang. Wird das. Was war das? So kurz oder lang wird es eine wichtige Information, sage ich mal. Wisst ihr, was gemein wäre? Wenn der Bär da seine Höhle hätte. Also wenn da jetzt eine Höhle wäre, direkt hinter dem Blick. Das wäre gemein. Soll es keine Aufforderung sein, die Map zu ändern, liebes Hinterlandstudio? Nein, es soll es nicht sein. So, wir gehen hoch. Schauen mal, wie viel Kilogramm Fressalien wir einpacken können. Und diesmal haben wir auch kein rohes Fleisch dabei. Also die Wölfe haben keine Ausrede, wenn sie uns jetzt angreifen. Zumindest nicht auf diese Distanz. So, haben wir's? Sehr gut. Gewehr raus. Wir haben uns hier ja auch noch nicht vollständig umgesehen, ne? Ich hab ja wirklich sehr, sehr straight und aggressiv den Weg nach oben gesucht. Oh, Kacke. Oh, Kacke. Zwei Wölfe ist nicht gut. Tschüss. Oh Gott. Das war. Also, das habe ich auch noch nicht erlebt. Zwei Wölfe auf einmal. Das war es mir jetzt echt nicht wert. Die kam aber trotzdem von sehr, sehr weit angerannt. Oh Mann, Moment. Wir sammeln jetzt kurz mal ein bisschen Stöckilis ein, um die Zeit totzuschlagen. Fängt ja schon mal supi an. Anders kann man es gar nicht sagen. Zwei Wölfe da oben und ich habe sie zu spät gesehen. Ich habe sie erst gesehen, als der eine anfängt zu bellen und dann fängt der andere an zu bellen. Boah. Unfreiwillige Action am Morgen. So dumm, dass die blöden Viecher auch schon wach sind. Ja, komm. Dann machen wir uns jetzt ein Feuerchen. Wärmen uns ein bisschen auf. Haben dadurch jetzt wieder die nötige Energie und dann gehen wir nach oben. Ich hoffe, dass die Viecher dann einfach sich verpisst haben. Blödes Gesocks da oben.
Ist ja wohl nicht wahr. So, für den von Wölfen habe ich ehrlich gesagt gerade eben so ein bisschen die Nase voll. So, aber ich nur so ein bisschen, so ein kleines Fitzelchen. So. Wir könnten natürlich auch eine Magnesiumfackel werfen, aber ja, den Nachstub dann heranzubringen, das wird schwierig. Das ist alles eine Küstenstraße. Dies ist alles in der Küstenstraße und es ist ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Übrigens nicht mein Originalakzent, ich mache ihn bloß nach und höchstwahrscheinlich schlecht. So, Brennstoff hinzufügen, Brennstoff hinzufügen, Brennstoff hinzufügen. Wir nutzen das außer noch mal einen halben Liter Wasser zu machen. Vielleicht können wir auch mehr machen, das sehen wir gleich. Ich persönlich nehme auch einen Liter mit, wenn ich ihn bekomme. So, nochmal. Danach sollten wir definitiv fit sein. Und hoffentlich auch die Wölfe endgültig weg. Das wäre so schön, wenn die einfach weg wären. Besser sich gegenseitig angefallen, die blöden Viecher. Ich meine, die müssen ja tollwütig sein, ne? Spricht also nichts dagegen, dass sie sich gegenseitig einfach umbringen. Oder zumindest schwer verwunden. Boah, wir sind schon... Warte, mich verarschen, wir sind schon müde. Das ging das letzte Mal schon deutlich schneller. Naja, wir werden es trotzdem irgendwie schaffen. Das, ich lasse mich doch jetzt hier nicht von meinen 30 Kilo essen, oder essen, glaube ich, nur 25. Aber trotzdem, ich lasse mich doch jetzt davon jetzt nicht abhalten. Komm schon, Baby, du schaffst es. So hoch ist es doch nicht. Und jetzt guckt er wahrscheinlich gleich einen Wolf, Mann. Aber wir haben auf dich gewartet. Das wäre mal Service, ne? Der Wolfs-Service. Sie haben auf einen gewartet. So, ich bleibe jetzt hier. An den Stellen, die mir sympathisch erscheinen. Und das sind die, wo ich sehe, dass keiner ist und wo ich weit gucken kann. Hier hat es auch Hölzer. Die sollten wir irgendwann mal abgrasen. Ich weiß jetzt nicht, ob das Pfeilmaterial ist oder eben nicht. Gute Nachricht ist, wir sind erschöpft. Die schlechte Nachricht ist, wir müssen nochmal runter. Manno. Gut, ich hätte jetzt einen Schlafsack weglassen können, aber... Auf der anderen Seite, wir könnten jetzt natürlich auch in der Höhle nächtigen, falls es irgendwie dann doch zu schwer wird. Mal schauen, wir müssen eh noch ein paar Mal rauf und runter. Schaffen wir eh nicht alles auf einmal. Insbesondere die Werkzeuge, die werden uns noch ein bisschen auf Trab halten. Wisst ihr, was ich gerade eben ehrlich gesagt nicht mehr weiß? Aber höchstwahrscheinlich bis das hier rausgekommen ist, also das Video. Das dauert eine Weile, ich produziere ja gerade eben elendig vor. Ich weiß nicht, für was man einen Hammer braucht. Ich weiß es gerade eben schlicht und ergreifend nicht. Höchstwahrscheinlich zum Herstellen von irgendwelchen Gegenständen, ne? Aber so aktiv habe ich es gerade eben nicht mehr gewusst. Also wissen tue ich es nicht, ich vermute es gerade eben nur. So, wir sind da. Und niemand hat was geklaut. Das finde ich total angenehm. So, wir nehmen auf jeden Fall... Oh Gott, wir können schon wieder gar nichts mehr tragen, ey. Das ist doch wohl nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Okay, Leute, wir müssen als allererstes schlafen. Das ist doch nicht wahr, wir müssen schlafen. Komm her, das gibt's zum Essen. Trinken haben wir. Ich fühle mich gerade eben ehrlich gesagt ein bisschen verarscht. Weil wir jetzt schon wieder so erschöpft sind. Doch dieses kleine bisschen. Ja gut, wir sind zweimal hochgeklettert. Zugeben. Boah, da ist schon wieder so ein Dreckswolf. Hau ab! Niemand hat dich lieb, nicht mal deine Mama. Weil du so aggressiv bist. Jeder schämt sich. Die gesamte Natur schämt sich für dich, du komischer Wolf. Höhle willkommen. Der kommt tatsächlich hier rüber. Das ist ein Mistvieh. Wir gehen jetzt erstmal hier in die Höhle. Außer Mangelung an Alternativen. Und dann können wir die Sachen, die in der Höhle sind, halt doch schon holen. Menü.
Hatte ich überhaupt nicht vor. Also in dieser Folge passieren Dinge, die ich nullinger geplant habe. So, Schlafsack hinlegen. Bärenfell-Schlafsack. Essen. Das Gute ist, wir haben noch einige. Ja, wobei, nee, ich mach das nicht. Ich möchte einfach nur schlafen. Und damit sollte es eigentlich auch gut sein. 10 Stunden noch. Wenn ich jetzt sage, wir schlafen 6 Stunden, dann sollte der doch einigermaßen ausgeruht sein. Und dann sollten wir doch immer noch das Zeug sammeln und heimbringen können in 4 Stunden. So, aufheben und raus. Mit der naiven Hoffnung, dass wir dieses Mal jetzt keinen Ärger kriegen. Okay, wir sind jetzt einigermaßen weniger erschöpft. Das ist das Wichtige an der ganzen Sache. Dadurch, dass wir geschlafen haben, sind die Wölfe hoffentlich auch weg. Oder zumindest einfach anders verteilt. Wir müssen trotzdem vorsichtig sein. Da hinten läuft einer rum. Das sieht sogar aus, als wären es zwei. Ja, das sind zwei. Wunderschön! Großartig! Bleib doch einfach da drüben, dann haben wir miteinander keinen Stress. Ich weiß, ich habe ein Gewehr, aber ich möchte es jetzt gerade eben nicht verschwenden. Deswegen will ich das gerade eben nicht so machen. So, Fressalien. Wir gehen mal auf. Na, wir können sogar maximal tragen. Das ist ja geilo. Dann können wir noch andere Dinge mitnehmen. Ja, das mache ich dann doch wohl. Feuerstahl. Warum nicht? Da ist nichts mehr drin. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, das dauert länger, das alles mitzunehmen. Ah, und da fing es an, interessant zu werden. So, das hier noch, das hier noch. Ups, nein, das wollte ich gar nicht. Das hier. Federn. Da, da. Die Dinger. Eins lasse ich noch hier oben für Notfall. Dich nehme ich noch mit. So. So. So, ich will das hier gerade eben ganz, ganz genau abmessen. Ja, reicht fürs Erste. Wir sind ja jetzt schon wieder ziemlich schwer beladen. Tja, und ob wir es lebendig nach Hause schaffen, weil überall Wölfe rumlaufen, die uns hassen, das erleben wir in der nächsten Folge von The Long Dark. Die ist jetzt hier halt mal ein bisschen kürzer. Aber. Naja, ganz im Ernst, ich glaube, wir hatten genug Action jetzt gerade eben hier. Wolfs-Action unfreiwilligerweise, die zweite. Bloß diesmal haben wir uns nicht fressen lassen. Aber dafür waren es auch zwei. Also, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade.